Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von S21 BauTV. Heute habe ich mal einige Bilder aus dem Rosensteintunnel für euch, der für die B10 in Bad Cannstatt gebaut wird. Dazu hatte ich vor einigen Tagen im Rahmen einer Exkursion des Studiengangs Vermessung die Gelegenheit, einen Blick in den Tunnel zu werfen. Hier sehen wir den Zwischenangriff vom Wilhelmer Parkplatz aus. Ein Schwenk nach links zeigt den Tunnelausgang an der Haltestelle Wilhelmer, die im Rahmen des Projekts auch vor den Haupteingang verlegt wird, sodass wir an der jetzigen Position der Haltestelle Platz für das Tunnelportal haben. Ein weiterer Schwenk zeigt den Stollen, einen der 5 Querstollen in die andere Tunnelröhre. Und hier sehen wir die Oströhre in Richtung des Pragsattels. Hier sehen wir jetzt einige Rohre für den Rohrschirm, den ihr nachher an der Ortsbrust noch genauer sehen werden. Hier ein Radlader auf dem Weg über die Oströhre hin zur Ortsbrust. Wir laufen jetzt einfach mal in der Oströhre den Tunnel entlang vor. Mal ein paar allgemeine Daten zum Tunnel. Der Tunnel hat eine Gesamtlänge von 1,3 Kilometern. Davon werden 750 Meter in bergmännischer Bauweise gebaut und 550 Meter in offener Bauweise. Bei der bergmännischen Bauweise fällt ein Ausbruch von insgesamt 175.000 Kubikmetern an. Hier sehen wir auf der linken Seite ein Querschlag. Der Tunnel hat insgesamt 5 Querschläge. Der dritte Querschlag davon wird befahrbar sein. Dieser dritte Querschlag, auf den bewegen wir uns jetzt gerade zu. Interessant zu beobachten ist auch die Berg- und Talfahrt im Tunnel. Im Bereich zwischen den Querschlägen wurde erst die Kalotte ausgebrochen. Im Bereich der Querschläge hingegen wurde neben der Kalotte auch schon die Strosse ausgebrochen. Das hier ist jetzt der Querschlag 3, der befahrbar sein wird. Und in diesen Querschlag werfen wir jetzt gleich mal einen Blick rein. Hier wird gerade eine kleine Baugruppe für einen Seitenstollen ausgehoben, in dem später mal technische Einrichtungen untergebracht werden. Wer sich interessiert, wie der gesamte Verkehrsknoten am Neuze und der Rosensteintunnel später mal aussehen wird, dem habe ich
in der Videobeschreibung einen Link beigefügt zu einer Visualisierung, der die zukünftige Situation sehr gut veranschaulicht. Jetzt sind wir an der Ortsbrust vorne, an der Weströhre. Die Weströhre wird später die Fahrbahn vom Pragsattel nach Bad Cannstatt und weiter nach Esslingen sein. Hier sehen wir gerade Arbeiten am Rohrschirm mit einer Hebebühne. Zum Zeitpunkt der Aufnahme war der Vortrieb in etwa 650 Meter fortgeschritten. Also es sind noch knapp 100 Meter zu bauen in der bergmännischen Bauweise, bis dort der Tunneldurchschlag erfolgt. Jetzt eine Nahaufnahme von den Arbeiten an der Ortsbrust. Gut zu erkennen ist hier der Rohrschirm, dessen Rohre wir ja am Anfang schon gesehen haben. Hier noch ein Bild des Rohrschirms und der Ortsbrust. Und mit diesem Bild möchte ich mich auch für dieses Video verabschieden. Am rechten Rand sehen wir noch ein Tachymeter, eines der wichtigsten Arbeitsgeräte für uns Vermesser. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.